Wo stecken die nur? Sie sollten längst wieder hier sein. Da! Da ist ein Feuer im Wald! Oh! Oh, wir rufen Feuerwehrmann Sam. Ein Waldbrand ist ausgebrochen und Sarah und James werden vermisst. Meiner treu! Ein Blitz hat den Wald in Brand gesetzt und Sarah und James werden vermisst. Wir sollten Schnuffi mitnehmen. Er kann uns bei der Suche helfen. Der Hund ist zu ängstlich. Der hat sich sicher verkrochen. Aber wir brauchen ihn. Ich gehe noch mal hoch. Bis gleich. Tom ist auch schon verständigt. Er kann vom Hubschrauber aus beim Löschen helfen. Anschnallen. Na komm, Junge. Du schaffst das schon. Braver Hund. Wir laufen in die falsche Richtung. Ich erkenne gar nichts wieder, Jen. Überlass das nur mir. Ich weiß besser als du, wo es lang geht. Aber es ist doch jetzt ganz egal, wer von uns beiden der Bessere ist. Wir haben uns verirrt. Ja, du hast recht. Aber wie sollen wir den richtigen Weg finden? Tja, wir könnten uns nach Dingen richten, die wir gesehen haben, als wir in den Wald liefen. Zum Beispiel den großen Felsbrocken. Da sind sie ja. Endlich. Da bin ich aber froh. Gwendolyn, hast du irgendetwas, was den Zwilling gehört, damit Schnuffi ihre Spur aufnehmen kann? Nur ihre zwei Regenjacken. Sehr gut. Hier, Schnuffi, riech an den Jacken. Komm schon, Schnuffi, wir brauchen dich. Wir müssen James und Sarah finden. Braver Hund. Hubschrauber angeflogen. Tom! Er löscht das Feuer aus der Luft. Oh, hier ist der Felsbrocken, den du vorhin entdeckt hast. Ja, und da ist der Brunnen. Alles klar, ich bin jetzt bereit. Aber ich nicht. Ich muss erst die Kamera wieder einschalten. Her, um mich zu retten oder nicht? Ich komme, Sarah! Ich komme! Dad! Hilfe! Ich hänge fest, Sarah! Hilfe! Die Rettung ist nah! Norman Man ist da! Norman! Hör auf mit dem Quatsch! Du bist nicht wirklich ein Superheld! Ich lauf los und hol Feuerwehrmann Sam! Hilfe! Am Strand ist was passiert. Komm, Penny. Ja. Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrettung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Sicher ist sicher. Hilfe! Ja, Sie da ist er! Superheld! Jetzt wird alles gut! Ein Glück, Sam Penny! Was ist denn passiert, Charlie? Ach, weißt du, im Prinzip nicht viel. Ich hab den Fels gerammt und bin dann über Bord gefallen. Und mein Fuß steckt in der Hummerreuse. Ich kann da nicht rauskommen. Oh nein. Ich tauche runter und sehe mir das an. Offenbar warst du ziemlich schnell, als du da aufgelaufen bist. Ich weiß. Ich wollte mich auch mal als Held versuchen. Alles überprüft? Ja. Gut.
gut. Halt durch, Charlie. Penny kriegt das hin. Mhm. Ja! Das ist mal richtige Action mit einem richtigen Helden. Ja, toll! Klasse, Sam! Ja, das hat Sam super gemacht. Na, Tiger, dein Held ist jetzt ein Filmstar. Oh, das ist mir unglaublich peinlich. Nicht so peinlich wie mir, als ich vorhin merkte, dass der Badezimmervorhang weg ist. Psst, ihr verpasst noch das Allerbeste. Was ist mit Norman, Man? Ich bin auch ein Held. Norman! Das ist Sams dritte Rettungsaktion an einem Tag. Und das ist mein Badezimmervorhang. Oh, hoffentlich läuft die Übung gut. Dolly verlässt sich auf uns. Sie ist bei uns in guten Händen. Norman Price ist nicht zum Essen aufgetaucht. Irgendwo verschwunden in Pontypandy. Wir sollten Tom Thomas rufen. Vom Hubschrauber aus sieht er kilometerweit. Sehr gut, Sam. Das heißt, die geplante Übung kann jetzt trotzdem durchgeführt werden. Es geht los, Mandy. An welchen Stellen habt ihr denn bisher noch nicht gesucht? Nur auf der Feuerwache. Aber dort würde Norman sich doch nicht verstecken. Dann schauen wir dort mal lieber nach. Wow. Festhalten! Und essen magst du auch nichts? Das klingt nach Toms Hubschrauber. Na, was da wohl wieder passiert sein mag. Irgendwo muss es brennen. Ich kann den Qualm riechen. Alles klar, Sir. Das Feuer ist gezündet. Die Übung kann jetzt losgehen. Ausgezeichnet. Ich betätige den Alarm. Los geht's. Der Einsatz beginnt. Oh, ja. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen. Im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefahren. Viel Erfolg. Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm! Das ist Norman! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price! Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Norman, Sam holt dich da gleich raus. Oh, was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist ja alles gut. Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Hier drüben, Sam. Sehr schnell. Gut, da, er steckt irgendwo unter den Felsen. Such, Schnuffi, such schnell James. Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden. Gut gemacht, Schnuffi. Bist du verletzt, James? Nein, nicht ein Kratzer. Mich hat nichts getroffen. Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen. Penny, wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam. Schön, dich hier zu sehen, Critic. Danke, Sir. Hallo, Sam. Das hätten wir. Vorsicht, James. Ich schau erst mal.
Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich hätte nicht zu den Klippen gehen dürfen, so wie Sie es gesagt haben, Hauptfeuerwehrmann Steele. Du hast sehr viel Glück gehabt. Warum musstest du auch gerade hier graben? Ich dachte, ich hätte ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom entdeckt. Dabei war es nur eine verrostete Dose. Und ich wollte ihr doch so gern was ganz Besonderes schenken. Oh, James Jones, dass du gesund bist, ist doch mein allergrößtes Geschenk. Hauptfeuerwehrmann Steele, wollen wir nicht vielleicht noch einmal versuchen, diesen Münzenschatz zu suchen? Ich glaube, mir reicht es für heute mit dieser Schatzsucherei. Oh, doch nicht aufgeben, Sir, noch einen Versuch. Meinetwegen, mir nach, Crittleton. Pass auf, gleich entdeckt er meine Spardose. Oh, kommt mal alle her! Haben Sie da etwa was entdeckt, Sir? Oh ja, einen ganzen Beutel voll uralter Münzen. Ich wusste ja, dass hier ein Schatz liegt. Ja. Sieht nicht nach deiner Spardose aus, Elvis. Oh nein. Sehr gut gemacht, Sir. Auf geht's, Schnuffi. Sir, leihen Sie mir den Metalldetektor? Sir, wo habe ich bloß meine Spardose vergraben? Du hast gesagt, er würde sich nicht verlaufen. Und du hast gesagt, er würde nach Hause kommen. Ist er aber nicht. Ich hätte dir niemals glauben sollen. Ach, Sarah, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tiger ist schon oft weggelaufen und er ist immer zurückgekehrt. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wenn wir Glück haben, wartet er ja dort schon ganz ungeduldig auf uns. Ich wünsche mir, dass mein Tiger zurückkommt. Tiger! Mom! Mom! Es hat wirklich funktioniert! Tiger ist im Brunnen! Tiger? Schnell, Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Tiger im Brunnenschacht! Gwendolyn's Kater Tiger ist in den Brunnenschacht gefallen. Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen. Dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolyn. Da sind sie schon, Penny. Hallo, Penny, hallo, Sam. Hallo, Tom. Hi, Tom. Wir brauchen eine Winde zum Runterlassen, Tom. Kommt sofort, Kumpel. Okay, Tom. Ist ja der kleine Ausreißer. Okay, Penny. Okay, Sam. Armer Tiger. Oh, was für ein Glück. Ah, jetzt können wir doch noch im Garten feiern und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der Hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich.
Die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Mom! Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen, tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flatz. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Da sind sie ja schon. Also, ist noch jemand im Haus drin? Nein, niemand mehr. Gut. Penny, wir brauchen die Atemgeräte. Ist gut, Sam. Dreh doch bitte die Sicherung raus, Penny. Sind rausgedreht, Sam. Wenn der Strom ausfällt, muss der Herd immer ausgestellt sein. Sonst vergisst man vielleicht, dass er noch an ist, wenn der Strom wiederkommt. So wie ich. Oh, und nie etwas auf die Herdplatte legen, zum Beispiel Servietten. So wie ich. Oh, tut mir wirklich leid. Ich hätte um Hilfe bitten sollen, aber für dich wollte ich heute mal alles ganz allein machen, Helen. Hier, nimm ein Würstchen. Und ein, zwei, drei. Ja, Krankenschwester, das bist du. Huh, 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 huh. Und auch die Beste noch dazu. Du bist eine tolle Krankenschwester. Oh, das war ja einfach fantastisch. Ich danke euch. Hört gut zu, Kinder. Wir steigen jetzt alle hinten aus. Und zwar so ruhig, wie es geht, ja? Und das soll nun die schöne Strecke sein? Geht's euch allen gut? Ich glaub schon. Gut, dann setze ich den Bus mal auf die Straße zurück und wir fahren zur Schule, ja? Mr. Evans, da! Oh nein! Wir dachten, du liegst im Bett. Wir brauchen Hilfe, Mr. Evans. Rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Gute Idee. Aber mein Handy liegt doch im Bus. Überlassen Sie das nur mir. Ich habe Mikes Handy in seiner Werkzeugkiste liegen sehen. Bin gleich wieder da. Oh, der Schulbus von Trevor Evans droht vom Rande der Klippen zu stürzen. Oh. Der Bus von Trevor Evans droht vom Rande der Klippen zu stürzen. Verliert keine Zeit, Sam. Ponty-Pendy Feuerwache an Bergwacht. Wir brauchen dringend Hilfe, Tom. Und los geht's. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Steht an einer schwierigen Stelle, Sam. Aber der Rand der Klippen sieht stabil aus. Verstanden, Tom. Wir sind gleich da. Oh, da ist Feuerwehrmann Sam! Sind noch Passagiere im Bus? Nein, Sam. Es sind alle raus. Aber mein armer Bus macht mir noch Sorge. Und Norman. Na gut. Beeilen wir uns. Elvis, befestige das Seil. Ist gut, Sam. Alle zurücktreten. Schön vorsichtig. Beeilung, Sam. Die Klippen fangen an zu bröckeln. Keine Sorge, Tom. Mhm.
Danke. Hurra! Hurra! Ich habe den Brenner gereinigt. Jetzt funktioniert er wieder. Aber denkt dran, ihn in Zukunft öfter mal kontrollieren zu lassen. Bist du sicher, dass er wieder heil ist, Mike? Ich finde nämlich, es riecht hier irgendwie leicht verbrannt. Oh ja, du hast recht, Gwendolyn. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Es ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit Meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, ich bleibe Singen ruhig. Könnt ihr später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Er joggt schon den ganzen Tag, Sam. Ich hab's auch gesehen. Oh, also Joggen sieht anders aus. Sch, Elvis. Armer Kerl, er ist völlig erschöpft. Er hat euch reingelegt. Den ganzen Tag joggen von wegen. Ein Brand im Kabeljau-Café. Du bist ein Kindskopf, Krüttling. Jetzt aber schnell! Schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby! Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby, das ist Wollys Lämpchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das. Baby! Ja, Onkel Sam! Mein kleines Lämmchen! Ich wusste natürlich, dass das kein Baby war. Klar. Ich doch auch, Mike. Ich doch auch. Aber es ist ein Baby und es will zurück zu seiner Mama. James! Norman! Kommt raus! Wir müssen zurück, sonst schließt uns die Flut ein! Wir brauchen Hilfe! Vielleicht sieht mich ja jemand von den Felsen aus. Ich wusste doch, dass es keine Dinosaurier mehr gibt. Gibt es wohl. Die sind einfach nur richtig gut im Verstecken. James! Was? Das Wasser! Wir sitzen fest, James! Ja, vor ein paar Stunden habe ich sie noch gesehen. Ich glaube, sie wollten runter an den Strand. Aber wo bleiben sie denn dann? Die Flut kommt doch gleich. Ich werde Feuerwehrmann Sam anrufen. Oh, James, Sarah, Norman, vermisst? Schade um das Essen. James, Sarah und Norman werden vermisst. Sie wurden zuletzt unten am Strand gesehen. Alarmieren Sie die Bergwacht, Sir. Tom kann aus der Luft suchen. Penny und ich suchen vom Wasser aus. Gut. Ich habe Sarah gefunden. Sie steht auf einem Felsen an den North Bay-Klippen. Danke, Tom. Wir sehen Sie auch. Hilfe!
Komm her, Sarah. Ich hab dich. Aber wo sind Norman und James? Die sind in eine Höhle gelaufen. Da drüben habe ich sie zuletzt gesehen. Der Höhleneingang sieht überflutet aus, Sam. Hilfe! 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 James, schau! Da schwimmt was unter Wasser auf uns zu. Ah, das ist ein Seeungeheuer. Aber Norman, Seeungeheuer gibt's doch gar nicht. Penny! Hallo, Jungs. Norman, komm zurück. Es ist nur Penny. Das wusste ich doch. Keine Angst. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Ich hol euch hier raus. Und was ist mit mir? Ich komme gleich wieder, Norman. Halt dich an mir fest, James. Wie tief ist das denn? Keine Sorge, James. Die Flut geht jetzt ja zurück. Und damit auch das Wasser. Achte doch! Nein, Norman! Der Wal! Er hat uns gerammt! Oh, Norman! Wieso hast du das nur getan? Ich wollte ihn einfangen, damit ich den Wettbewerb gewinne. Oh, oh! Dad! Es läuft Wasser ins Boot! Wir haben ein Leck! Das hat uns gerade noch gefehlt. Ein Notsignal. Charlie muss vor den Schwierigkeiten stecken. Ich rufe lieber Feuerwehrmann Sam. Charlie ist mit seinem Boot in Seenot geraten. Komm mit, Penny. Alles klar. Eine Seenotrettung. Betreffendes Boot in der Bucht gehört dem Fischer Charlie. Und es sind möglicherweise Kinder an Bord. Oh, 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 wir werden untergehen. Hilfe, Hilfe, runter vom Schiff. Ruhig, ganz ruhig, Norman. Die erste Seefahrerregel lautet keine Panik. Tief durchatmen. Da, das sind Sam und Penny. Sam, Penny. Norman, tief durchatmen. Oh, Entschuldigung. Ist jemand verletzt? Nein, nur das Boot. Wir haben ein Walkalb gerammt, aber es wird schon gehen. Gut, ich hol die Kinder von Bord. Sarah? James? Norman, du bleibst hier und hilfst Charlie. Was? Aber ich... Na gut, ich bleibe hier. Danke, Norman. Gut gemacht. Ich werfe euch ein Tau rüber. Wir müssen das Walkalb zusammen zurück ins Meer treiben. Okay? Ja, Norman und ich kriegen das schon hin. Gefunden. Hurra! Jetzt freut es sich bestimmt riesig. Ich glaube, es will sich bedanken. Leb wohl, kleiner Wal. Ich hab dir was zu essen mitge... Puppe? Puppe? Puppe! Wo bist du? Achtung! Fertig! Los! Gute Fahrt! Seht ihr? Vollkommen sicher. Jetzt bin ich an der Reihe. Aber der Go-Kart ist doch gegen die Mauer gekracht, Norman. Aber nur, weil die Puppe nicht weiß, wie man anhält. Tut mir leid, Trevor. Heute Morgen habe ich noch Keile unter die Räder gelegt. Ich verstehe nicht, wo die auf einmal geblieben sind. Achtung! Fertig! Los! Pass doch auf die Mauer auf!
Norman ist vom Kai gestürzt? Los, Penny! Zum Hafen, Sam. Norman Price ist vom Kai gestürzt. In einem Go-Kart. Schon unterwegs? Jetzt aber los. Was hat er nur diesmal angestellt? Hilfe! Sam! Ganz ruhig, Norman. Jetzt sind wir ja da. Versuch, dich an dem Seil festzuhalten. Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Band? Tiger! Dad! 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 Hinter die Absperrung, und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon! Kostbares Werkzeug! Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein, die Feuerwerksparty. Hoppla, schon wieder. Bei den Flats brennt es. Da ist sicher was mit dem Feuerwerk passiert. Cridlington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Wo Tiger jetzt wohl stecken mag? Oh je! Hoffentlich hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman. Da kommen sie. Sam! Sam! Tiger hat sich vielleicht in Dads Werkstatt versteckt. Schon wieder? Ich sehe gleich mal nach. Keine Spur von Tiger. Er war also ganz sicher nicht in der Werkstatt. Ach, das ist gut. So ein Glück. Ach, da bin ich aber froh. Ich will jetzt sofort nach Hause. Vielleicht ist Tiger ja schon zurückgekommen. Ich fahre dich. Aber wir haben doch noch gar nicht alle Raketen gezündet. Also für diesen Abend haben wir genug Raketen gesehen. Allerdings. Nie wieder Feuerwerk im eigenen Garten. Das ist zu gefährlich. So ein großes Feuer haben wir lange nicht mehr gelöscht. So lange, dass ich fast vergessen habe, wie es geht. Was war das denn? Hast du das auch gehört? Hey, na sowas. Das ist Tiger. Was suchst du denn da drunter? Wir wollten so gern sehen, was in der Kiste steckt. Dann ist sie auf mich raufgefallen. Du wusstest, dass es gefährlich sein könnte. Dad hat es gesagt. Stimmt schon. Das ist meine Schuld. Ich hatte ihn überredet. Ach, nicht so wichtig. Hauptsache, wir kriegen ihn wieder unter der Kiste raus. Es ist zwecklos. Die rührt sich kein bisschen. Hört ihr das auch? Die tickt ja. Ich muss Hilfe holen. Nein, lass mich nicht allein, Sarah. Ihr wartet hier. Ich hole Hilfe. Keine Angst. Eine Kiste wurde am Strand angespült und sie tickt. James ist darunter eingeklemmt. Zum Strand, Sam. Jede Sekunde zählt. Person unter einer Kiste eingeklemmt. Wir sind so schnell wie möglich vor Ort. Könnten Sie Penny bitten, die genaue Position zu ermitteln? Ja, Sam. Von wegen nicht viel los.
sie! Penny hier an Sam. Kommen, Penny. Ich sehe sie am Strand. Sie sind an der Felsküste. Danke, Penny. Wir sind gleich da. Ach, da seid ihr, ja. Sam, schafft ihr das auch? Na klar, James. Das haben wir gleich. Sarah, du gehst mit Mandy zurück zum Café. Sarah, tut mir leid, das vorhin mit dem langweilig. Das nächste Mal machen wir was zusammen. Ich verspreche es. Was mag da nur drin sein, Sam? Ich weiß es nicht. Das muss jetzt sehr schnell gehen. Wir heben die Kiste über James so vorsichtig an, wie wir nur können. Reicht das schon, James? Ja, ich bin raus. Was immer da drin ist, es wird lauter. So wie das klingt, sind das Uhren. Sehr viele. Nein, es sind Wecker. Immerhin wissen wir jetzt, was in den Kisten drin ist. Das ist alles nur passiert, weil wir uns vorhin so gestritten haben. Tut mir leid. Ich hätte lieber auf dich hören sollen. Komm mal her, Junge. Manchmal muss man Dinge einfach ganz für sich allein herausfinden. Danke, Sam. Danke, Elvis. Dafür sind wir ja da, James. Wirklich überaus seltsam, dass wir bei dieser sengenden Hitze noch nicht mehr Notrufe hatten, Sam. Die Sonnenstrahlen sind heute kolossal stark. Das kann man wohl sagen. War doch kinderleicht. So gut wie fertig. Und ich habe nicht einen Tropfen Kleber an den Händen. Oh. 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 Oh nein. Oh, Mom. 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 Nein. Blöder Kleber. Mom. Oh. Ja. Oh. Wo kommt das denn her? Oh nein, das ist Normans Zimmer. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Ein Feuer über Dillis Supermarkt. Schnell! Beeilt euch! Im ersten Stock von Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Anschneiden. Mhm. Könntest du mir wohl noch mal helfen? Das Ding macht jetzt so ein Sirenengeräusch. Tut mir leid, Dillis, aber du musst das Gebäude verlassen, falls das Feuer sich ausbreitet. Feuer? Welches Feuer? Komm einfach mit. Norman, du musst hier raus. Schnell. Das geht nicht, Sam. Ich klebe an dieser Tür fest. Oh, ich verstehe. Los, Penny, hol einen Schraubendreher. Wir müssen den Türgriff abschrauben. Wird gemacht, Sam. So. Die Schrauben sind eingerostet. Ich krieg sie nicht raus. Dann schraub die ganze Tür ab. Die ganze Tür? Norman Price, bring sofort die Tür wieder zurück. Aber das geht nicht, Mom. Ich klebe daran fest. Oh, keine Sorge, Dillis. Wir befreien ihn. Mit Nagellackentferner geht der Kleber schon ab. Unsinn! Jetzt mach sofort das Fenster auf, Cridlington! Ach, Elvis. Statt Luft kriegen wir jetzt eine Fliege. Hey, das ist meine Limonade! Wenn Sie gestatten, Sir. Au, Cridlington!
Entschuldigung, war keine Absicht. Da ist einer. Ha, ich hab ihn zuerst gesehen. Das ist kein Wanderfalke, sondern eine Möwe. Ich weiß, wie eine Möwe aussieht. Und das war ein Wanderfalke. Lass mich auch mal. Jetzt bin ich mit dem Fernglas dran, Sarah. Nein, bist du nicht. Ach, von hier aus wird das nichts. Wir müssen noch höher hinauf. Aber der Wanderfalke eben flog ins Tal runter. Genau wie Tom es gesagt hat. Zum letzten Mal, das war eine Möwe, Norman. Und jetzt zurück in den Bus mit euch. Ach, wieso glaubt Trevor nur immer, dass er es am besten weiß? Schrecklich heiß hier drin. Wieso dürfen wir denn nicht die Fenster aufmachen? Weil die Klimaanlage nicht funktioniert, wenn die Fenster geöffnet sind. Die Klimaanlage funktioniert doch sowieso nicht, Mr. Evans. Und ob die funktioniert, Norman? Und wieso steht dann der Zeiger der Temperaturanzeige auf Rot? Seht nur, Rauch! Oh nein! Alles aussteigen, sofort! Bleibt, wo ihr seid. Ich werde mir das mal ansehen. Nein, nicht aufmachen, sonst kommt Luft ans Feuer. Ich weiß schon, was ich hier tue, Norman. Oh, nein! Ah! Oh, Mr. Evans, rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Yeah. Oh, da brennt ein Bus. Oh, nein! Da brennt ein Bus, oben in den Bergen von Pontypandy. Das wird Trevors Bus sein. Er macht einen Ausflug mit den Kindern dorthin. Was? Dann aber schnell jetzt. Komm, Elvis. Anschnallen? Da kommt Sam. Schnell. Beeilt euch, mein schöner Bus! Da kommt dein Essen, Mom. Das riecht sehr lecker, Gwendolyn. Ich war heute mal nicht der Koch und habe mich ausgeruht. Ich habe heute gekocht und zwar mit Hilfe meiner beiden fleißigen Assistenten. Hallo, Dillis. Wo ist denn Norman? Oh, tja, der fährt draußen Skateboard. Aber das hat er mir zum Muttertag geschenkt. Und was ist das? Das sieht aus wie ein Flaschenverschluss, der auf ein Stück Holz genagelt wurde. James, sei doch nicht so vorlaut. Das ist ein Kerzenständer. Hast du was dagegen, wenn ich ihn gleich benutze, Gwendolyn? Nein, Dillis, natürlich nicht. Wenn's dir Freude macht. Oh, puh. Muttertag ist total langweilig. All meine Freunde sind heute bei ihren Müttern. Und alleine Skateboard fahren macht echt keinen Spaß. Vielen Dank für die Einladung, Trevor. Das war eine reizende Idee, ein Essen bei Kerzenschein. Huch. Entschuldigung. Achtung, Dillis! Keine Panik, Ruhe bewahren. Wir müssen das Café alle sofort verlassen. Kommt, Kinder. Feuer im Kabeljau-Café, meiner toll. Feuer im Kabeljau-Café. Beeilung! Diesmal ist es kein falscher Alarm, Sam. Charlie hat selbst angerufen. Was ist denn da wohl los? Penny und Elvis, ihr nehmt die Schläuche. Ich werde prüfen, ob noch jemand im Café ist. Ist gut, Sam.
bleib da! Aber Mike, meine Mom ist doch da drin. Deine Mom ist da drüben, Norman. Norman? Oh, Mom. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte schon, dir wäre etwas passiert. Oh, Norman. Dann bin ich dir also doch nicht ganz egal. Aber natürlich nicht. Du bist doch meine Mom. Nein, ich habe nichts gemacht. Oh! Da ist ein Wolf! Keine Panik, Norman. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Norman, hol das Telefon! Ich trau mich nicht, Mom. Der tut mir bestimmt was. Dann löst unseren Feuermelder aus. Es brennt zwar nicht, aber ein Notfall ist es trotzdem. Zerschlag das Glas. Aber wie, Mom? Das Ding ist viel zu weit weg. Ich weiß auch nicht. Wirf mit etwas danach. Wenn ich meinen Fußball hätte, könnte ich den nehmen. Dann hol ihn hoch. Er liegt hinter dem Tresen. Okay. Ich gebe mein Bestes, aber ich habe nur einen einzigen Schuss. Ja! Also wirklich, hier ist der dritte Notruf vom Sparpreissupermarkt. Das kann doch nur wieder ein falscher Alarm sein. Diesmal treibt Norman es wirklich zu weit. Oh, Mom, Sam kommt ganz bestimmt nicht. Er denkt sicher, ich tue nur wieder so und dann ergeht es mir wie dem Jungen dieser Wolfsgeschichte. Hab keine Angst. Es tut mir so schrecklich leid, Mom. Das ist alles meine Schuld. Ich hab den Alarm ausgelöst, aber ich wollte doch nur meinen Ball wieder haben. Ach, Norman. Das ist Sam! Vorsicht, sonst fallen wir runter. Jetzt habe ich aber langsam genug, Norman. Was macht ihr denn da oben? Hier ist ein Wolf drin. Da! Er sitzt hinter dem Tresen. Ehrlich, das ist kein falscher Alarm. Wie niedlich. Das ist kein Wolf, das ist ein Fuchs. Und so wie es aussieht, ist er verletzt. Oh, armer Kerl. Hol den Greifer, Elvis. Oh, Sam, ich hatte solche Angst. Ich dachte nämlich, du würdest nicht kommen. Auf einen Notruf reagieren wir immer, Norman. Selbst wenn wir ihn für einen falschen Alarm halten. Ah. Aber tu ihm nicht weh, Sam. Keine Sorge, wir wollen dir nur helfen, mein Kleiner. Gut, dass ihr mich gerufen habt. So, ich werde ihm in der Bergwacht die Pfote verbinden. Dann ist er sicher ganz schnell wieder fit. Sam? Ja, Norman? Tut mir leid mit dem falschen Alarm. Ich habe den Feuermelder mit Absicht ausgelöst. Ja, ich weiß. Mutig, dass du es zugibst. Immer aufpassen, Norman. Ich glaube, jetzt wird Norman erstmal Ruhe geben, Elvis. Wozu so ein kleiner Fuchs doch gut sein kann. Ich auch versuche, ich kann mich einfach nicht erinnern. Oh, das müsste von Helen sein. Hier, Schnuffi, such Helen. Pontypandy-Berge liegen in der Richtung, Sam. Ich weiß. Wo führt er uns nur hin? Nanu? Ich hab nichts getan. Hallo, Schnuffi. Was machst du denn hier? Wir suchen Penny und deine Mom, Mandy. Ja, Schnuffi hat an der Bluse deiner Mutter geschnüffelt und uns direkt hergeführt. Das ist keine Bluse, sondern ein Kleid und gehört mir. Wie konntest du bloß Mams Sachen verwechseln, Dad? Aber ich weiß auch nicht. Ich wusste einfach nicht, wessen welche waren. Die gehört auf jeden Fall, Mom. Halt! Ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wo die beiden hin wollten. Den Quellenweg und dann rauf zu den hohen Zinnen. Verflixter Funkenflug. Nichts wie los. Komm, Schnuffi, das schaffst du. Oh, oh.
Los, kommt alle hinterher! Schnuffi hat schon eine Spur! Such Schnuffi! Hier sind wir! Helen! Oh, Mom! Alles in Ordnung, Penny? Zum Glück ja, dank Helen. Oh, ich bin so froh, dass du doch dran gedacht hast, einen Suchtrupp zu rufen. Aber natürlich! Ich habe mich sogar daran erinnert, wo ihr hin wolltet. Irgendwann. Ich nehme jetzt immer eine Krankenschwester mit, wenn ich wandern gehe. Helen hat den Knöchel im Handumdrehen bandagiert. Aha! So kriegt man das also hin. Was? War ich das eben? So? Das war mein kleines Geheimnis. Wieso ist das bloß mir nicht aufgefallen? Jetzt hast du ihm einen neuen Trick beigebracht, Elvis. Ja, nur wird's dann nicht blitzeblank. Warum ist Aufwischen nur so kompliziert? Da muss ich erst einen neuen Antriebsriemen bestellen, Dillis. Du hast sie total überladen. Aber nein, das war Norman. Darum bitte ich ihn auch nie im Haushalt zu helfen. Klar, bis dann, Dillis. Hallo. Tag, Mike. Norman! Oh, was denn nun? Ich hab doch die Wäsche gemacht. Nein, du hast die Maschine kaputt gemacht. Und jetzt wirst du Mike ganz freundlich fragen, ob wir unsere schmutzigen Sachen bei ihm waschen dürfen. Aber... Viel Spaß, Norman. Ich werde mal sehen, ob James und Sarah skaten wollen. Weißt du, Norman, Hausarbeit kann ich auch nicht gut leiden. Doch wenn man einen Job macht, sollte man ihn richtig machen. Oh, Feuer! Ruf Feuerwehrmann Sam! Feueralarm bei den Flats! Elvis, komm! Nö! Warum kommen die Notrufe immer in den ungünstigsten Momenten? Feueralarm bei den Flats! Penny, ihr solltet auch Venus mitnehmen! Lieber weg von dem Haus, Mike. Wir übernehmen das. Elvis, zieh den Stecker da. Immer zuerst den Strom ausschalten. Klar, Sam. Aber ich war das diesmal gar nicht. Das war nur mein Fehler. Ich hatte das Bügeleisen nicht ausgestellt. Tja, egal welchen Job man auch macht. Hauptsache, man passt gut auf. Ja, sogar ein Mob kann richtig gefährlich werden. Och, was hast du denn, mein Kleiner? Du bist doch jetzt wieder ganz gesund. Also flieg zurück zu deinen Freunden. Los! Vielleicht hast du ihn zu gut gefüttert, Tom. Hey! Eigentlich machte sich der Vogel ganz gut auf deinem Kopf, Tom. Hopsendes Känguru, nicht schon wieder. Tja, dem Piepmatz gefällt's hier eben, Tom. Denk dran, die Bergwacht ist nicht nur für Menschen da. Hey,
hat keinen Zweck, Mandy. So weit draußen kann uns niemand hören. Und was ist mit Charlie? Der ist viel zu weit weg. So laut kannst du sicher nicht rufen. Hilfe! Hilfe! Schnuffi? Aber wer ist da noch? Hilfe! Oh nein! Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuerwehrmann Sam, bitte! Norman Price sitzt auf einem Felsvorsprung fest. Das klingt für mich nach einem Fall für die Bergwacht. Ich nehme den Hubschrauber, Sam. Bis gleich. Verflixter Funkenflug. Jetzt aber los. Hallo, Mandy. Wo ist Norman? Da unten, Sam. Feuerwehrmann Sam, hier unten. Es wird alles gut, Norman. Aber du musst mir jetzt ganz genau zuhören, damit ich dir auch helfen kann. Hallo, Tom? Wir brauchen eine doppelte Rettungsschlaufe. Kein Problem, Schleife kommt. Ich meine Schlaufe. Hör zu, Norman. Ich komme jetzt mit der Rettungsschlaufe runter. Hab sie! Du musst sie dir über den Kopf ziehen und dann unter deine Arme klemmen, Norman. Ich halte mich einfach fest. Das wird schon reichen. Nimm du nur Schnuffi. Norman! Du musst die Schlaufe richtig anlegen, Norman. Tut mir leid, Sam. Ich dachte, ich weiß, was ich tue. Aber von wegen. Keine Sorge. Ich bin ja da. Zieh uns rauf, Tom! Beeilung, Leute. Jeder nimmt seine Ausrüstung. Schnell! Feuer in den Pontypendi-Bergen, Sam! Verständigt sofort, Tom! Hallo, Tom. Wir sind gleich da. Ein Feueralarm in den Pontypendi-Bergen. Ein Feueralarm? Ja, ist klar. Ich schau mich um. Seltsam. Man sieht nirgendwo Rauch. Wo haben Sie dieses Feuer denn gesehen? Da! Da vorne war es! Rote Flammen, die über die Wipfel in den Himmel schlugen! Oh, oh, oh nein. Mom, das ist der Sonnenuntergang. Norman Price, hättest du deiner Mutter nicht so viele Schauermärchen erzählt, wäre das alles nie passiert. Unter diesen Voraussetzungen können wir ebenso gut nach Hause fahren. Jetzt gleich. Entschuldige, Trevor. Entschuldige, Mom. Ich verspreche auch, keine Geschichten mehr zu erzählen. Tja, dann rufe ich nochmal die Feuerwehr an und melde den falschen Alarm. Was? Ein falscher Alarm? Entwarnung, Männer und Frau. Falscher Alarm. Es gibt keinen Brand. Ich wiederhole, Entwarnung. Nur ein falscher Alarm, Elvis. Dann wieder zurück. Da ist das Feuer. Ich rufe Sam an. Das muss er wissen. Hallo? Hey, Sam. Ich habe das Feuer entdeckt. Ihr müsst schnell herkommen. Wir sind gleich da. Sag Hauptfeuerwehrmann Steele, was los ist. Mann, Trevor, es brennt wirklich, da vorne am Waldrand. Ruf Feuerwehrmann Sam zurück, schnell! Norman Price, ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein, aber das ist kein Märchen, es brennt wirklich. Oh nein, die erste Grundregel, niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen. Thomas an, Sam. Ich bin jetzt gestartet. Wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück, der Wald brennt noch nicht. Penny, Elvis, die Schläuche, schnell! Verflixter Funkenflug, die Schläuche sind zu kurz, Tom. Wir müssen die Flammen mit unseren Feuerpatschen ersticken. Nicht nötig, Sam. Der Wassertank ist aufgefüllt. Ich helfe euch aus der Luft.
Das ging ja gerade noch mal gut. Ich finde diese wabbeligen Schaufeln toll. Los, Norman. Ach, nichts, Sam. Wie kommst du mit deinen Papierflugzeugen voran? Überhaupt nicht. Niemand sonst in Pontypandy interessiert sich für Papierflieger. Hä? Hm? Was war denn das? Oh, ich brenn gleich durch. Das ist das Telefon. Notruf. Notrufzentrale? Wie können wir Ihnen helfen? Feuer! Feuer! Feuer in der Küche der Feuerwache? Feueralarm. Es geht um Sekunden. Sam! Sam! In der Küche ist Feuer ausgebrochen! Feuer in der Küche der Feuerwache. Ich verstehe. Komm mit, Elvis. Ich komm ja schon. Stell sofort das Gas ab. Der Gashahn ist zu. Gut gemacht, Elvis. Elvis Crittenden, hast du geschlafen? Neben jedem Notausgang steht ein Feuerlöscher. Nein, Sir. Ich war so in Panik. Ja, und mein Eintopf? Du hast schon öfter Sachen anbrennen lassen, aber so sehr noch nie. Feuerwehrleute sollten Feuer löschen, Crittenden, und nicht Feuer legen. Ganz besonders nicht am Feuerschutztag. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Da ist etwas, das uns einen Hinweis geben könnte. Aha, ein Papierflugzeug. Vielleicht verrät uns das, wer der Übeltäter ist. Natürlich, das ist Briefpapier. Da steht ja ein Name. Lieber Hauptfeuerwehrmann Steel. Hauptfeuerwehrmann Steel, Sie waren das. Ich war das nicht. Das war Norman, Norman Price. Oh, tut mir leid. Das war ein Versehen. Ich wollte nur jemanden finden, der Papierflieger genauso toll findet wie ich. So ist das also. Nun, vielleicht sollte ich mal mit dem jungen Mann reden, Sam, und ihm da ein bisschen Wind unter den Flügeln machen. Eine gute Idee, Sir. Dann passiert das sicher nicht wieder. Oh, der Arme. Das war ganz bestimmt ein Versehen. Na, hoffentlich schimpft der Hauptfeuerwehrmann nicht zu sehr mit ihm. Keine Sorge, Elvis. Ich glaube, Hauptfeuerwehrmann Steele und Norman haben mehr gemeinsam, als man zunächst denkt. Die oberste Regel der Papierfliegerei lautet, immer gut aufpassen, wo man den Flieger hinwirft. Das wird ein Doppellooping. Cool. Der nächste Trick ist der berühmte Schraubentrudler. Ja! Wow! Bin ich aber mal gespannt. Hallo, Mandy. Wo ist denn Dad jetzt wieder? Er musste gleich weiter, nachdem er den Abfluss repariert hatte. Ich glaube, er hat eine Spur gefunden. Komm! Schnuffi, warte! Sieht aus, als könnte er Mike bis hierher riechen. Ich habe eine Bitte, Mike. Bevor du die Kellertreppe reparierst, könntest du da wohl erst diesen Kühlschrank runtertragen? Der strahlt hier oben schlechte Energie ab. Schlechte Energie? Davon habe ich noch nie gehört. Hä? Oh. Das ist Chop Suey, Mike. Gwendolyn kennt sich damit aus. Ganz genau. Und jetzt ist der Supermarkt fällig. Oh je. Komm schon. Frage ich mich, ob Schnuffi überhaupt weiß, was er da tut. Vielleicht hat er ja auch nur Hunger. So wie ich. Mein Dad hatte wohl doch recht. Schnuffi ist in Wirklichkeit gar kein Rettungshund. Komm, wir bringen ihn zurück zur Feuerwache.
Aus jetzt! Sei still! Halt, Mandy! Ich glaube, ich höre da was. Ach, Unsinn! Das ist der Wagen von meinem Dad! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Mike Flatt hatte einen Unfall. Er ist im Keller vom Kabeljau-Café eingeklemmt. Hilfe! Weißt du, Elvis, unsere Rettungsschere ist ein großartiges Gerät, aber sie ist nicht für jeden Einsatz geeignet. Echt doof. Na los, Norman, zieh! Ich stecke fest. Wir müssen hier schnellstens weg. Die Flut kommt bald. Wir versuchen es nochmal. Zieh, Norman. Ich zieh. Aber ich hänge fest. Hier kannst du aber nicht bleiben. Was soll ich nur tun? Ruf Feuerwehrmann Sam! Was ist denn nun schon wieder, meiner Treu? Am Strand hängt jemand zwischen Felsbrocken fest. Zum Strand. Dort ist jemand eingeklemmt. Beeilt euch, die Flut kommt! Nimm lieber die Rettungsschere mit, Elvis. Für alle Fälle. Ja! Was ist passiert, Charlie? Normans Fuß ist eingeklemmt. Ich habe schon alles versucht. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du hast recht, Elvis. Eines sollten wir noch versuchen. Kommst du an deinen Schuh und kannst den Schnürsenkel aufmachen? Ich glaube schon. Ja! Danke, Feuerwehrmann Sam. Dass ich nie solche Ideen habe. Wartet mal. Wo ist denn mein Glückseimer? Wo hast du ihn denn abgestellt? Da. Er ist weg. So ein Pech, Norman. Die Flut muss ihn weggetrieben haben. Aber jetzt weg hier, sonst schneidet uns die Flut noch den Weg ab. Halt! Was ist mit meinem Schuh? Ruft Hurra! Cridlington ist da! Elvis, du hast meinen Schuh gerettet. Dafür sind die Rettungsscheren da. Zum Retten natürlich. Wirklich gut gemacht, Elvis. Wir sind zu weit weg. Er kann mich nicht hören. Rot sieht man super, es hilft dir in der Not. Oh, da ist ja Gwendolyn. Oho. Er denkt, ich will ihm nur winken. Wie kann ich ihm nur zeigen, was los ist? Ich kann nicht fassen, dass das Handy nicht da ist. Rot sieht man super. Rot sieht man. Das ist es. Hilfe! Hilfe! Rot sieht man super. Das. Da läuft was gar nicht super. Das ist ein Notruf. Sam versteht das. Mom, Butler läuft weg. Sehr seltsam. Ich rufe die Notzentrale an. Oh, Gwendolyn am Cliff verunglückt. Ich muss die Bergwacht verständigen. Keine Sorge, Kumpel. Ich meine, Sir. Ich finde sie. Ah!
Was machst du denn hier? Butler, wo läufst du hin? Butler! Sieh nur! Da ist Tom! Hilfe! Ich fürchte, ich kann hier nicht landen. Ich hole Verstärkung. Sam! Ich hatte das Gefühl, ihr könntet mich brauchen. Was ist das Problem? Mein Bein! Ich rufe Schwester Flood an. Warum geht heute eigentlich niemand an sein Telefon? Hallo? Oh, Butler hat mich hergeholt. Was ist denn passiert? Das wäre ein guter Junge. Lass mich mal sehen. Wir müssen ins Krankenhaus, um dein Bein zu röntgen. Tom, wir brauchen hier unten dringend eine Trage. Geht klar, Sam. Gut. Passt auf, sie könnte pendeln. Sam wird dich begleiten, Liebes. Ich komme dann zum Krankenhaus. Ein Riesenweihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom, ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Feuer in Dillys Laden! Feuer im Sparpreissupermarkt, Sam! Wir hatten einen Anruf von Mrs. Price. Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam. Penny? Bin schon unterwegs, Sir. Schnell, Elvis! Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab da drüben. Wird gemacht, Sam! Alles klar, Dillis. Der Brand ist gelöscht. Ihr könnt jetzt wieder reingehen. Zu viele Stecker in dieser alten Steckdose. Das war die Ursache. Elvis hat recht, Dillis. Diese alten Steckdosen sind gefährlich. Man darf sie auf gar keinen Fall überlasten. Ich habe Norman ja gesagt, dass wir zu viele Lichter haben, aber er wollte immer noch mehr und mehr und mehr. Entschuldige, Mom. Seht mal, wen ich aus der Bucht gefischt habe. Der Mann über Bord war dieser aufblasbare Weihnachtsmann. Ja, die Lichterketten sind zwar kaputt, aber wenigstens habe ich meinen aufblasbaren Weihnachtsmann wieder. Hol ihn runter, Penny. Wir montieren ihn auf dem Dach. Auf dem Dach? Diese Figuren sind doch eher für den Garten vorgesehen. Hab ich's dir nicht gesagt, Norman Price? Aber, Mom... Hör zu, Norman, vielleicht sollten wir den Weihnachtsmann lieber dazu benutzen, uns bei der Feuerwehr für ihre überaus schnelle Hilfe zu bedanken. Denn er löscht den Brand, ja Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja Feuerwehrmann Sam, was immer der...